Und damit willkommen zurück bei The Legend of Zelda. Ich sage ganz gezielt willkommen zurück, denn wir werden jetzt an dieser Stelle, komischerweise sicherlich, das ganze Spiel nochmal neu spielen. Ja, nachdem wir jetzt die ersten Dungeons geschafft haben und so weiter und so fort, habe ich mich entschieden, das ganze Spiel nochmal neu zu spielen und bis zu dem Punkt, an dem wir waren, wirklich jetzt nochmal komplett neu zu spielen und dann aber fortlaufend nach den letzten Videos fortzufahren. Ich will jetzt nicht alles nochmal neu spielen und alles perfekt hinbekommen und dann, ja. Ist für euch im Nachhinein der Effekt weg, dass ich das Spiel zum allerersten Mal gespielt habe? Das soll so nicht sein. Moment, so, da bin ich auch wieder. Aber ich möchte auf jeden Fall, und jetzt zum Grund, warum ich das ganze Spiel neu spielen möchte, ich möchte den blauen Ring haben. Aber ich habe beim letzten Mal oder beim vorletzten Mal, genau da, wo der blaue Ring war, einen Schlüssel gekauft und dadurch den Händler verscheucht. Das heißt, wir machen das Ganze jetzt nochmal in einem Ruck durch, würde ich das am liebsten schaffen. Ich glaube nicht, dass ich das hinbekomme, aber wir versuchen es zumindest. Und ich würde gerne so weit kommen wie vorher, nur eben. Ja, würde ich bei diesem Händler gerne den Ring kaufen. Ich denke mal, an sich wird das generell ein bisschen besser funktionieren als beim letzten Mal, beziehungsweise beim ersten Mal. Und daher, ja, soll es mir jetzt den Zeitaufwand mal wert sein, dass wir auf jeden Fall den Ring bekommen, denn der wird dafür sorgen, dass wir etwas mehr Schaden aushalten können. Und grundsätzlich schadet es ja nicht. Nee, ich wollte mich doch Link nennen. Hat der gut funktioniert. So. So. Und jetzt. So. Ist ein bisschen kompliziert. Link. Und los geht's. Okay, wie gesagt, das gleiche Spiel wie gehabt. Ich werde jetzt nicht viel erklären oder sowas oder darauf eingehen. Wir starten direkt durch. It's dangerous to go alone. Take this sword. Gracias, amigo. Ja, wo fangen wir jetzt an? Weiß jetzt direkt gar nicht. Ich habe jetzt keine Ahnung, wo wir anfangen sollen. Ja, wir starten mal durch und, keine Ahnung. Besiegen ein paar Octoroks. Eine gute Frage, ne? Was machen wir jetzt am Anfang? Krass, es gibt eine zweite Fee. Eine zweite Feenquelle, wusste ich gar nicht. Heftig. Okay, ja, ich würde ganz gerne. Diese Musik ist. So, hier war ja ein Händler drin, aber soweit ich mich erinnere, war das genau. Schlüssel, Kerze, Schild. Buy something, yeah. Oder so ähnlich. Übrigens, wir haben auch am Ende jetzt einen Gegenstand bekommen auf dem anderen Spielstand. Das war tatsächlich, glaube ich, die Halskette der Kraft. Aua, mit dem wir dann wahrscheinlich Steine wegräumen können oder sowas. Nein! Oh. Ich brauche Herzen. Herzen. Ich brauche eins, danke. Oh. Oh nein. Okay, ein Rubin. Jetzt haben wir 8 Stück. Ich weiß gar nicht, wie wir jetzt vorgehen sollen. Es ist alles so schwierig. Okay, hier brauchen wir dieses Dokument vom Norden, das wir noch nicht haben. Oh Gott. Okay, ich darf mich jetzt nur nicht vertun, weil wir jetzt extrem wenig aushalten, ne? Wir haben jetzt nicht mehr unsere ganzen Herzen, sondern nur noch 3. Was wir jetzt bräuchten, wären eigentlich Bomben. Mit den Bomben können wir dann direkt die. Nein. Oh Mann. Okay, wir brauchen Bomben. Ich denke mal, das ist erstmal das Wichtigste. Ich weiß, es gibt irgendwo auch einen Bombenshop. Ich glaube, ich weiß sogar wo. Aber wirklich genug Rubin haben wir auch nicht dafür.
Weder Rubine noch sonst was, kann doch nicht wahr sein. Lass mich mal kurz gucken. Die sind gerade da. Ja. Ja, wir müssten eigentlich mal die ganzen Orte abgrasen, wo wir Rubine geschenkt bekommen, in Anführungszeichen. So, was haben wir hier? Oh, something. Da könnten wir jetzt Bomben kaufen. Die Sache ist nämlich die, wir, mit den Bomben könnten wir uns dann eigentlich direkt jetzt hauruckmäßig die ganzen... Hier ist übrigens der Händler mit dem Ring, bei dem ich den falschen Gegenstand gekauft habe. Wir könnten uns direkt mit der ersten Fuhre Bomben dann direkt 4 Herzteile besorgen oder sowas. Das wäre eigentlich eine super Idee. Nur dafür brauche ich eben 20 Rubine oder jetzt Bomben auf die Hand. 14 Rubine. Oh Gott, mit 3 Herzen ist wirklich extrem schwierig und gefährlich. Neunzehn Rubine. Boah, wie unfair. hier ist, glaube ich, Tempel Nummer 2 oder 1 sogar. Ich weiß es gar nicht. Da könnten wir gerne reingehen, aber bräuchte ich dafür noch... Oh, ein Herz. Oh Gott. Da könnten wir den Tempel schon mal machen. Ich glaube, den schaffen wir so auch. Mit nur 3 Herzen. Oh. Okay, jetzt brauchen wir noch 1,5 Herzen. Ist super geklappt. Der Anfang ist so das Schwierigste, oder? So der erste Einstieg. Hauptsache keine Bomben verlieren. B, perfekt. Okay, auf zum Schrein. Beziehungsweise zum Tempel, wie auch immer. Der Boss ist viele. Nein, ich hasse euch. Oh, ihr seid alle so doof. Jetzt sterbe ich auch noch fast hier. Wow, nicht sterben, bitte. Oh Gott, ich mache mal einen Speicherpunkt hier an der Stelle. Weil ich extrem viel Angst habe. Ja, und bin tot. Das kann nicht sein. Boah, ist das gemein, ne? Ihr seht das schon, das Spiel ist so schwer teilweise. Bräuchte eine Fee, das würde mir helfen. Okay, jetzt fehlen 1,5 Herzen. Oh, wei, oh, wei. So, jetzt haben wir wieder 3 Herzen. Jetzt bitte auch alle 3 Herzen behalten, lieber Link. So. Und weg hier. So. Uiuiui. Okay, was ist das für eine Nummer? Nummer 1, genau. Und ich meine, den können wir gut schaffen, den Schrein, den Tempel. Wir speichern. Okay, und versuchen unser Glück. Tempel Nummer 1.
Spiel ist schon genial, aber es ist einfach so schwer, dass man sich nur eine bestimmte Anzahl von Gegenständen bei Händlern kaufen kann. Das ist auch sehr krass von der Schwierigkeit her, muss ich sagen. Okay, 31 Rubine. Bomben könnten wir uns kaufen. Und damit könnten wir uns dann erstmal schön 4 Herzteile besorgen. Okay, kein Belohnungsschlüssel, schade. So. Hilde! Okay, hier bekommt man einen Schlüssel. Na, einmal nach links. Ihr merkt das, ich bin extrem in Wallung. Übermotiviert, glaube ich sogar. Ich habe richtig Lust darauf, das alles nochmal zu machen, um diese blöde blaue Rüstung zu bekommen. So, was haben wir hier? Kleinen A-Häufchen. Ja, wenn man weiß wie. Eastmost Peninsula is the secret. Ja, ja. Wie gesagt, das deutet wahrscheinlich auf diese eine Insel dahin oder so, wo wir da was finden können. Ihr wisst schon, was ich meine. Unter uns links, rechts, das habe ich noch nicht freigeschaltet. Gehen wir erstmal hier nach rechts. War da der Boss oder war der Boss oben? Hier bekommen wir den ersten Bumerang. Wobei ich die Funktion dieses Bumerangs auch noch nicht ganz verstanden habe. Böse Hand, lass mich los! Hey, du hast aus dem Dungeon geschmissen. Was soll das denn? Ja, okay, dann fehlt hier noch die Tür. Dann können wir jetzt zur fehlenden Tür gehen. Machen wir es so. So. Denn hier rechts waren wir noch nicht. Was haben wir denn hier? Den Kompass. Boah. Boah. Und vielleicht noch eine Belohnung? Ich glaube es nicht. Nö. Okay. Das heißt, wir haben alles gesehen. Wir wissen alles. Wir kennen alles. Und wir müssen jetzt zusehen, dass wir irgendwie noch an ein Herz kommen. Weil so wird der Endgegner ein bisschen schwieriger. Außer wir verlieren die auch Herzen? Ich glaube schon, ne? Aber ist jetzt egal. Wir gehen mal kurz raus. Sehen, was uns irgendwo noch ein Herz besorgen. Kann nicht wahr sein. Okay, wir haben das Herz. Schnell weg hier. Boah, okay. Das ist immer so ein bisschen knapp am Ende. Okay, schnell rein in Dungeon. Dann haben wir den ersten Dungeon schon so gut wie geschafft. Machen wir damit Schaden? Nö. Ich verstehe nicht, wofür dieser Bumerang da ist. Tut mir leid. Mein klar ist süß, aber ich verstehe die Funktion nicht ganz. So, nach links. Dann hier nach oben. Hier nach rechts. Boah. Hier auch durch, genau. Dann hier auch nochmal komplett durch. Bitte.
Genau, einmal durch. Super. So, hier sind die Grabbler und hier haben wir jetzt unseren ersten Boss, Le Drachen. Und wir speichern direkt. Dann haben wir gleich schon den ersten Tempel geschafft. War richtig schlecht. Egal, wir haben es trotzdem irgendwie geschafft. Okay, damit haben wir den ersten Tempel geschafft und nehmen ein Achtel des Triforce an uns. Wir haben 57 Rubine, das heißt, wir könnten auch direkt jetzt die kleine Erkundungstour nach unserem... Ach, Bomben. Okay, was machen wir jetzt? Jetzt könnten wir eigentlich perfekt durchstarten. Ich gucke gerade mal kurz, wo wir sind. Wir sind da. Nee, da will ich nicht hin. 57 Rubine, für 60 bekommen wir die Kerze, ne? Vielleicht sollten wir uns lieber erstmal die Kerze holen. Ich hasse euch alle. So. Musste mal gesagt werden kurz. Noch 3 Rubine und wir können die Kerze kaufen. Dann kaufen wir uns die Kerze. Machen wir es so. Autsch. Leute müssen zusammenarbeiten. Ihr müsst mir Rubine geben und dafür töte ich euch. So ganz einfach. Ein Moment, Leute. Ich muss diskutieren. So, erfolgreich diskutiert. Ich habe gewonnen. Okay, wir haben... Gleich? Doch. Okay, wir haben die 60 Rubine zusammen. Wir kaufen uns die Kerze. Say something, will ya? So, damit haben wir die Kerze schon mal. Jetzt brauchen wir nur noch, Moment. So, keine Additionsschwierigkeiten. Okay, jetzt haben wir hier die Kerze gekauft. Ich weiß nicht, ob das so schlau war. Ich habe keine Ahnung, Leute. Ich hoffe mal, es war kein Fehler. Bin mir noch unsicher, ob wir zum nächsten Dungeon gehen sollen oder erstmal ein paar Herzteile sammeln. Weil wirklich, wir können ja extrem viele Herzteile nur durch das Wegsprengen von irgendwelchen Ecken bekommen. Ja, nee. Wir gehen erstmal Herzteile sammeln, okay? Machen wir es erstmal Herzteile, dann machen wir es Dungeon, dann ist es auch ein bisschen einfacher. Ihr müsst wissen, ich habe nicht umsonst jetzt eine riesige SSD im neuen Computer. Vorher war die relativ klein. Die Orientierung verloren. Bin falsch. Vorher war die relativ klein, die SSD in meinem Computer. Jetzt ist die riesengroß, die Aufnahmeplatte. Und dementsprechend werden wir jetzt auch ordentlich aufnehmen. So, dann können wir hier nämlich schon mal das erste Herzteil mitnehmen. Das war ja ganz nett versteckt nur. Irgendwo hier war das, ne? Take anyone you want. Natürlich das Herzteil.
Da. Oh. Ja, Moment. Lasst mich mal gucken. Scheibenkleister, wir müssen nach unten. Autsch. 6 Rubine. Wo sind wir denn jetzt gerade? Wir sind da unten. Jetzt sind wir hier. Aua. Wo? Jetzt sind wir gerade hier. Mal kurz gucken. Hier doch angeblich auch. Oder braucht man dafür dieses die Stärkekette? Also da soll angeblich ein Secret drunter sein, hier unter diesem Baum, oder ich muss ihn abbrennen. Tatsächlich. Pay me for the... Mistkerl. Entschuldigung. Aber können wir hier auch direkt machen? Okay, ihr seht übrigens, wenn wir zu viele Gegner auf der Platte haben... It's a secret to everybody. Okay, wir haben hier übrigens, vielleicht für die, die es noch nicht wissen, hier haben wir jetzt einen freundlichen Bockblin. Die kennen wir auch schon aus Breath of the Wild zum Beispiel oder auch aus anderen Zelda-Teilen. Ja, die sind nett und schenken uns Rubine. Soll es halt auch geben. So, hier sind wir richtig. Dann müssen wir jetzt einmal ganz kurz ins Menü die Bomben auswählen. Voll, war gar keine Bombenverschwendung, ne? Take anyone you want. Wir nehmen das Herzteil. Ich muss mal kurz gucken, kann ich eigentlich irgendwie Datei, Eigenschaft kopieren? Nee. Ich würde ganz gerne... Super. Cool. Nee, das bringt nicht so viel. Egal, muss ich dann später machen, weil ich will jetzt auch nicht die Übersicht verlieren, welche Herzteile wir schon haben. Jetzt muss ich nur überlegen. Jetzt haben wir noch eine Bombe. Brauche ich noch ein paar Bomben? Mehr Bomben? Brauche ich noch mehr Bomben? Und noch ein paar Herzteile. Dankeschön. Und noch Bomben. Und noch Bomben. Und noch Bomben. Bomben. Bitte. Bomben. Da, da. Da, da, da. Da konnte ich es gerade Ewigkeiten wieder nicht angreifen. Das ist ganz komisch manchmal. Hundertzwölf Rubine. Das ist super. Trotzdem brauchen wir Bomben. Eine Rubine, Bomben. Ich meine, Rubine nehme ich auch, aber grundsätzlich brauchen wir erstmal Bomben. Okay, eine Fee ist auch okay, aber ich brauche Bomben. So. Wo war das hier nochmal? Hier in der Ecke. So, haben wir hier auch direkt ein Herzteil? Take anyone you want. Herzteil. Okay. Ja, jetzt brauchen wir Bomben, wie gesagt. Denn hier ist auch noch ein Herzteil. Natürlich, warum auch, ne? Mm-mm.
Scheibenkleister. Das ist hier. Let's play a Moneymaker Game. Wir machen das so, wir speichern. Wisst ihr das? Wir speichern einfach. Ich habe 10 bezahlt, ne? Oder? Ist jetzt wirklich doof, ich weiß, aber ich brauche die Rubine wirklich dringend. Okay, es ist also immer einer von den dreien richtig von den drei Positionen und dann bekommen wir Rubine gut geschrieben. Auf einer anderen Position folglich nicht. Wir gehen mal kurz hier hoch. Denn hier bekommen wir ja die Unterlagen, oder? Show this to the old woman. Dann können wir nämlich Elixiere kaufen. Super, haben wir es auch schon. Ihr seht das alles ein bisschen im Schnelldurchgang. Das war knapp. Ich brauche Bomben. Bomben. Ich hoffe nicht, dass die Bomben haben. Hoffe ich einfach nicht. Ich weiß auch gar nicht, ob die Gegenstände wirklich bombenspezifisch, genau. Gegnerspezifisch sind oder ob jeder Gegner alles verlieren kann. Keine Ahnung. Hier war auch der Händler, ne? Was hat er nochmal? Buy something, will ya. Schlüssel, Schild, okay. Schild brauchen wir übrigens auch, Quatsch, Schild. Den Schlüssel brauchen wir auch noch später auf jeden Fall, zumindest einen. A secret is in the tree at the dead end. A secret is in the tree at the dead end. Kann ich jetzt so direkt nicht zuordnen. Kann ich nur mutmaßen, was damit gemeint ist, muss ich sagen. Bomben! Falsche Waffe ausgerüstet, so. Okay. It's a secret to everybody. Nummer 30, okay, das ist super. A secret is in the tree at the dead end. Ich glaube nicht, dass das hier damit gemeint ist, oder? Lief ja ausgezeichnet. Das lief ja ausgezeichnet. Also hier ist irgendwo noch ein Secret. Hier so in der Mitte.